Wir sind wieder da mit Outriders und wie ihr seht, seht ihr nichts. Denn es kommt nur ein schwarzer Bildschirm. Aber schön, dass ihr trotzdem wieder eingeschaltet habt. Vorbei. War es, als ihr die Erde verlassen habt? War es, als du sahst, wie das erste Raumschiff in Flammen aufging? Als du sahst, wie die anderen Outriders vor deinen Füßen starben? Als du dich selbst sterben sahst? Doch Enoch ist noch nicht fertig mit dir, Outrider. Wie ich immer sage, es ist vorbei, wenn's vorbei ist. Welchem Jahr bist du? Ja, welches Jahr? Was? Ist das deine Kapsel? Wo waren die Ablenkknoten? Komm schon, Doc. Wir müssen los, sie kommen. Willst du sie zurücklassen? Das sind Outriders. Deswegen sind wir nicht hier. Tut mir leid. Los, dann siehst du's! Die Anomalie kommt. Mal sehen, wie schnell du bist. Ins Niemandsland, wie die anderen. Okay, das ist jetzt auf jeden Fall ein bisschen Zeit vergangen nach dem Kälteschlaf. Ja. Sieht auf jeden Fall alles ein bisschen wüst aus jetzt im Hintergrund. Also haben die Menschen das wieder erfolgreich geschafft, einen Planeten zu zerstören. Oder zumindest sind sie kurz davor. Das weiß man so genau wahrscheinlich noch nicht. Na los, Bewegung! Der Sturm kommt! Los! Und zum Teufel bin ich. Halt die Fresse! Du da, auch ICA, oder? Im Niemandsland müssen wir zusammenhalten, wenn wir überleben wollen. Was überleben? Den großen Sturm, der unsere Ärsche grillt. Ihr zwei sollt euer Maul halten! Ihr seid da! Na los! Zurück! Zurück! Was zur Hölle ist hier los? Ihr habt einen Verhinderten, der reißt unsere Leute ins Stück, ihr müsst hier raus! Wohin der Sturm kommt? Den Verhinderten sind Stürme scheißegal! Fahr hinten rum! Durch den Bau! Das schafft ihr doch nie! Wir werfen sie heraus und suchen Deckung! Und bring den Käpt'n um die Show, hast du den Bau! Achtung! Wir stehen nicht! Nein! Der Mann war verwundet. Ist besser so. Wehrt sich nicht mehr. Los, los, los. Wie lange geht das schon? Was? Der Krieg. Wie lange, verdammt? Wer weiß, seit vor meiner Geburt. Das ist völlig unmöglich. Na los, öffne das verdammte Tor. Los jetzt. Ruhig, wir haben's ja gleich. Was, wo? Wo bringt ihr uns hin? Ich sollte überhaupt nicht hier. Was zur Hölle ist los mit dir? Eben erst aufgewacht, oder was? Kälteschlaf. Vorhin, ich... Ich bring dich auf den neuesten Stand. Hier ist das Paradies, das ihr Outriders uns versprochen habt. Verdammte Alienstürme, kein Dach, kein Essen, ausgestoßen wie Verbannte. Und die ECA-Kumpel schlagen sich den Bauch voll. Blödsinn, so war's nicht. Die Elektronik hat versagt. Wir hätten euch auch in den Kapseln verrecken lassen können. Wir haben euch gerettet und... Hab ich nicht gesagt, du sollst die Fresse halten? Das Tor kommt
Also hier hat einer auf jeden Fall einen ganz schlechten Innenarchitekten, würde ich mal sagen. Er sollte den dringend wechseln. Das glaube ich einfach nicht. Hier ist einfach durchgeknallt. Das alles ist völlig verriss. Ist es! Dann hat jetzt niemand Land, Kumpel! Wow. Outriders. Ja, der Start ist schon echt krass. Erstmal so schönes Paradies, geiler Planet, schick, alles grün. Dann kommt ein Aliensturm, alles geht den Bach runter. Wachen wir, keine Ahnung, 40 Jahre später auf. Und alles ist den Bach runtergegangen. Mega gut. Aber so typisch Mensch. Ja, man kann ja nicht einen neuen Planeten bevölkern, ohne dass es dann nicht irgendwie Krieg oder Machtherrschaften gibt. Ja, das ist vorbei. Das war's mit dem Spiel. Jetzt sind wir passé. Nun gut, ich werde jetzt hier einmal den Technomaten wählen, die ich mit dem anderen Charakter. Ich weiß, was der Technomat ist. Aber ich glaube, da kommt gleich noch ein Video. Und nach dem Video werde ich aber den Charakter wechseln und werde mein Technomat aus der Beta weiterspielen. Das war jetzt einmal nur für euch in den ganzen Cutscenes und so. Damit ihr überhaupt wisst, was geschehen ist. Ja, okay, an dieser Stelle werde ich jetzt einmal einen kurzen Cut machen, werde den Charakter wechseln und werde aber auf jeden Fall von dieser Stelle an weiterspielen, nur ich mag dann gerne meinen Hauptcharakter dann wieder haben, mit dem ich halt schon ein bisschen was gesammelt habe. Ich mache an dieser Stelle einen kurzen Cut und wir sehen uns dann gleich wieder. Da bin ich auch schon wieder. Ich bin wieder zurück. Das ist jetzt mein Hauptcharakter. Der hat schon ein bisschen was erreicht. Ich habe schon ein paar Waffen. Lasst euch davon aber nicht abschrecken. Ich habe hier Weltstufe 5. Maximum, was damals in der Beta ging. Das macht die ganze Sache jetzt natürlich nochmal ein bisschen schwieriger. Aber, mal gleich eine Granate. Ihr seht das schon. Wir haben schon deutlich mehr Leben, die Gegner. Und auch ich krieg deutlich mehr auf die Fresse. Oh, da kommt jetzt einer mit beigetreten. Okay, gut. Ganz was Neues. Das habe ich jetzt noch nicht gehabt, aber ist in Ordnung.
Ja, komm. Und zack. Nein! Oh. Ja, Kiste brauchen wir nicht. Also sowieso nicht wirklich was drinne. Aber wenigstens zum Schrotten ist es ganz gut. Ja, komm. Ah, noch eine. Ja, das kriege ich aber besser hin. Ja, der war auch nicht gut gewesen. Der war auch nicht gut gesetzt gerade. Nein, nein, nein! Boah! Ernsthaft! Und da ist noch einer und dann. Einfach vorrücken, einfach hin und Fratzengeballer machen. Meisterschaft. Schaden Rang 2 abgeschlossen. Oha. Geh dann mal. Ich mag den Technomat. Finde ich gut. Den hast du jetzt versammelt. Das war nicht so gut. So, irgendwo war hier noch, da war noch eine Kiste. Ah, hallo. Ich kann die Leute dabei sogar einfrieren. Cool. Ja. Bletsch. Okay. Eingefroren. Wieder eingefroren. Ah, easy. Noch einer. Ah, ein Tank. Assassine und ein Tank. Das ist ja gut. Auch wenn wir jetzt schon quasi durch sind, aber ist okay. Dann werden wir jetzt mal das Video genüsslich tun. Outrider. Unmöglich.
Verwirrung. Du willst antworten. Egal, was du früher warst, jetzt bist du etwas Neues. Ein zweites Leben. Verstände es nicht. Wer war das? Lord Seth. Er ist verändert. Ich bin ein kleiner Mann. Kleiner Mann. Verändert? Was soll das heißen? Du weißt nicht, was du bist. Wo hast du die Uniform geklaut? Hab ich nicht, ist meine. Ja? Wenn du echt ein Outrider bist, kämpfst du auf der falschen Seite. Hä? Was redest du da, Mann? Ja. Der Grand Marshal erklärt's dir. Komm. Ich weiß, ich bin jetzt ein schlechter Mitspieler, weil ich ja nicht auf Überspringen gedrückt habe, aber nun gut, da müssen wir jetzt einmal durch. Eigentlich wollte ich gar nicht mit jemandem mitspielen. Eigentlich wollte ich schön für mich so ein bisschen alleine rumgimpen jetzt noch, aber naja, gucken wir gleich mal, wie das ist. Ich werde gleich, nachdem das nächste Video vorbei ist, sowieso wieder erstmal eine kleine Pause machen, das kleine Video beenden. Ihr könnt aber in der Zwischenzeit, dürft ihr mir ja gerne auch ein Like da lassen und auch gerne ein Abo geben. Ihr dürft auch natürlich Kommentare schreiben und könnt auch eure Eindrücke über das Spiel vermitteln. Und naja, ich wollte gerade sagen, Tipps könnt ihr ja auch geben, wie man es besser machen kann. Also ich glaube, wir haben alle jetzt noch nicht so die Erfahrung in Outriders, dass er durchgekommen ist. Naja, aber gucken wir gleich mal, ob wir das nachher gleich nochmal schaffen, alleine zu spielen. Nach dem gleich Video, was kommt, wenn er es dann mal fertig geladen hat. Jetzt hat er fertig geladen. Jetzt kann es gleich losgehen. Jeden Moment. Und zwar jetzt. Aber jetzt. Nein, jetzt. Irgendwie ist heute nicht so mein Tag. Irgendwie mögen mich die Ladebildschirme. Ladebildschirmsimulator. Aber warum geht's jetzt nicht weiter? Das wundert mich jetzt hier ein bisschen. Die ist abgestürzt. Ah! Wo ist sie? Da! Da! Was ist das? Los, los! Dann tut, was ihr tun müsst, Lieutenant. She-Ra? Du lebst noch. Du klingst ja fast enttäuscht. Du warst bei denen. Hast du Informationen? Du willst mich doch verarschen, oder? Ich muss einen Krieg gewinnen. Du hilfst mir oder gehst zurück in den Kälteschlaf. Warte. Ich bin gerade in Matsch. Und scheiße aufgewacht. Ich habe wer weiß wie lange geschlafen. 31 Jahre. Seit 31 Jahren sehe ich die Leute kämpfen und sterben, während du gemütlich geschlafen hast. Entschuldige also, dass ich keine Willkommensparty schmeiße. Was ist mit dir passiert? Die Anomalie. Das ist passiert. Du meinst den Sturm? Wir haben gesagt, sie sollen nicht landen. Alles, was fortschrittlicher als ein Dieselmotor war, wurde zu Schrott. Alle Daten gelöscht. Keine Landwirtschaft, keine Medikamente. Es ist wieder so, wie es auf der Erde war. Wir töten uns gegenseitig für das Wenige, was übrig ist. Warum seid ihr nicht woanders hin? Die Outriders hätten... Die Outriders sind tot. Was? Die Anomalie hält uns in diesem Scheißtal fest. Wir können nirgendwo hin. Verstehst du nicht, oder? Denkst du, du träumst? Das ist real. Glaub mir, verdammt real. Ob es dir gefällt oder nicht, du steckst hier fest in Matsch und Scheiße. Wie der Rest von uns. Du hättest nie aufwachen sollen. Ach, alles hier verpassen müssen. Grand Marshal, wir kamen zu spät. Die Bluthunde brachten ihn in den Untergrund. Tja, holt ihn zurück. Es ist unsere Seite, aber nicht unser Revier. Ich will wegen Jakob niemanden verlieren. Jakob? Er ist noch am Leben. Tja, nicht mehr lange, fürchte ich. Dann werde ich ihn suchen. Bam? Bam? Vergiss es. Wird schon erledigt. Ha! So, dann war's das jetzt erstmal mit
der jetzigen Folge. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Schaltet auch gerne wieder an, wenn wir noch mal ein bisschen weiter Outriders spielen. Dann wünsche ich euch alles Gute, macht's gut und auf Wiedersehen.